Ja, Momo Leute, euer Sero hier und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Hustle Castle direkt am nächsten Tag, denn ihr habt fleißig geguckt, fleißig kommentiert und fleißig Likes da gelassen, deswegen kommt richtig schnell, fix eine neue Folge. Mal gucken, wie gut ihr dieses Mal seid mit Likes geben und vielleicht kommt am Morgen, wenn es gut läuft, schon die nächste Folge, wer weiß. So, wir haben eine kleine Notiz. Frohes neues Jahr, das Königreich verkündet ein Weihnachtsfest. Gratuliert schnell euren feudalen Freunden. Danke, dass ihr bei uns seid. Möge das Glück euch im kommenden Jahr hold sein. Ich bin gespannt. So, das war wahrscheinlich die Neuigkeit. So, wir haben hier ein paar Sachen einzusammeln. Ich muss sagen, die Musik hier ist scheiße laut. Ich werde mal die Musik ausmachen. Besser. Dann kann ich nämlich allgemein den Ton ein bisschen höher stellen, kann Musik selber zwischenmischen und ja, ich finde das besser. Ich muss nur gucken, wie die Nebengeräusche sind. Wir haben auf jeden Fall hier eine Belohnung, einen Keller bauen. Haben wir geschafft. Töne. So, verbessere den Speisesaal auf Level 2, um mehr Nahrung zuzubereiten. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Chill mal, ich will was anderes machen erstmal. Lass mich erstmal machen. Erstmal gucken wir, was wir hier alles Neues haben. Geehrte Fürsten, vielen Dank für euer anhaltendes Feedback und eure tollen Kommentare zu den Spielupdates. Wir arbeiten bereits hart daran, viele neue Clan-Aktivitäten einzuführen. Eines der Updates, das Anfang des Jahres erscheint, wird große Clanschlachten beinhalten, die es Clans erlauben, ihre Streitigkeiten auf eine neue Art zu lösen. Außerdem arbeiten wir weiterhin daran, die neuen Arena-Features zu verbessern. Wir haben jede Menge Feedback von euch erhalten und ihr könnt sicher sein, dass wir uns die Zeit genommen haben, alles zu lesen. Weihnachten steht vor der Tür, ist bereits vorbei hier. Da können wir euch nicht ohne Geschenk dastehen lassen. Wir wünschen euch im kommenden Jahr mehr Spaß und mehr Beute als je zuvor. Ich muss sagen, ich habe rechtzeitig angefangen, dieses Spiel zu spielen. Boom. Abholen. Ja, cool, wir haben neue Sachen bekommen. Post habe ich noch keine da. Wichtig ist frohes neues Jahr. Das ist schön. Und Schätze. Wir öffnen natürlich erstmal die tägliche kostenlose Truhe. Was da wohl drin ist. Ich glaube, das ist trotzdem noch zu laut. So ist besser, glaube ich. Keine Ahnung. Wir haben eine schicke Rüstung bekommen. Gesundheit 4600 für einen Tank. Das ist ziemlich viel Leben. Rüstung 447, Anforderung 3. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe auf Discord mir Notizen gemacht für eure Namen. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht, weil dann müsste ich extra hier noch in OBS alles ändern. Aber ihr kennt die Absicht von mir. So, ich glaube, ich habe eine Menge Gold bekommen. Ich habe eine Truhe bekommen, ne? Ah, da. Was ist das? Mit diesem Ticket kannst du an einem Arena-Turnier teilnehmen. Turniertickets sind folgendermaßen erhältlich. Durch Abschluss aller Invasionen, durch Abschluss täglicher Quest. Okay. Da haben wir unsere schönen Waffen. Truhen. Apfeltruhe. Inhalt 15.000. Bevor ich die öffne, müssen wir erstmal gucken, wie viel ich überhaupt tragen kann. Lagerkapazität 7.000. Ich werde die Truhe also nicht öffnen. Noch nicht. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Aber wir öffnen diese königliche Truhe. Inhalt 100 Rubine und 5 Rubine? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle ist das? Wird bei der Fertigung verwendet. Ja? Und das ist eine Währung, das weiß ich. Na gut. Das werden wir eines Tages noch herausfinden, was für eine Währung das ist. So, wir sammeln hier erstmal alles ein. Ne? Sehr schön. Und zwar, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mir die Folge selber nochmal angeguckt. Und zwar hier drinnen in der Kaserne stehen wahrscheinlich dann die Leute, die dann rausgehen auf eine Quest. Das heißt, je mehr Leute wir da reinpacken, umso mehr Leute gehen auf eine Quest. Raumkapazität ist derzeit 2. Das heißt, um mehr da reinzubekommen, brauchen wir also höhere Level. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Truppstärke 2395. Ich werde den ersten Charakter jetzt schon mal umbenennen. Helmut. Helmut, du wirst. Gucken wir uns mal an. Wie denn da? Ich glaube, das passt. Weil Mobile Gamer möchte gerne ein Krieger sein. Deswegen wirst du Mobile Krieger. Ich hoffe, das passt. Mibi. Mobile Krieger. Ich muss sagen, so am Tablet zu Let's Playen ist richtig angenehm. Also es ist was Chilliges. Ich kann es einfach so in die Hand nehmen, weißt du, und dann kann ich hier einen auf den hier machen. Das ist angenehm, muss ich sagen. Es ist doch was anderes als mit Maus und Tastatur, weil da konzentrierst du dich halt intensiv auf den Bildschirm und so kann ich einfach mit allem interagieren. Mobile Krieger. Oh. Okay. Sehr groß dürfen die Namen nicht werden. Das ist Mob. Geht das hin? Okay. Wir zählen mal ganz kurz nach, wie viel Zeichen ihr frei habt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Buchstaben darf euer Name enthalten, das heißt, wenn ihr nochmal euren Namen ändern könnt, möchtet, könnt ihr es natürlich machen. Ich werde dich erstmal Mobile nennen, weil das wirst du dann wahrscheinlich besser erkennen als M-Krieger. Gut, und ich gebe dir diese fette Rüstung zum Anlegen. Das sieht schon fett aus. Also jetzt habe ich einen ordentlichen Krieger. Wie sieht es mit seiner Waffe aus? Ich habe dir auch eine gute Waffe gegeben, das ist gut. Haben wir hier noch? Das ist für einen Bogenschützen. Kann ich das ihm auch anlegen? Okay. Man kann den Leuten wirklich alles anlegen. Ein Tank kann also auch andere Sachen tragen. Vielleicht nützt das was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll er erstmal jetzt sein Leben regenerieren. Dann haben wir noch Reggie. Ich würde sagen, ich mache Gisela einfach zu Reggie. Weil die hat blonde Haare. Zwar ein Zopf, aber naja. Und dann haben wir hier nämlich jemand anderen. Und zwar werde ich nehmen... eine Frau werden. Lady Serana, würde ich sagen. Du warst nämlich zuerst dran. Lady passt natürlich nicht hin, deswegen... Ich werde dich einfach nur Serana nennen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wir gucken uns nochmal die Rüstung an. Wir wollen natürlich erstmal eine gute Ausrüstung haben. Das sieht schon mal gut aus. Was haben wir hier noch? Verteidigung, Tank. Na gut, der Rest ist nicht mehr so cool. Ja, Reggie hier. Sei fröhlich, sei glücklich. So, Reggie, du kriegst natürlich auch einfach Klamotten, obwohl du bist ein... Ich weiß nicht, wie es in der Verteidigung aussieht. Wenn mich jemand angreift, müssen die dann... werden wir alles wahrscheinlich auch sehen. Ich lasse mir da jetzt Zeit. Also gut, wir sollten am Anfang der Folge definitiv etwas ausbauen und das wird höchstwahrscheinlich der Speisesaal sein. Das wurde mir ja quasi geraten durch die Quest und deswegen werden wir das machen. 5 Minuten, das hört sich doch gut an. Gratis beschleunigen. Wie oft haben wir dieses gratis Beschleunigen? Warum habe ich das jetzt bei 5 Minuten gemacht? Das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Naja. So, was haben wir denn noch hier? Yay, 300 Gold. My Lord, deine Krieger kämpfen wie Kinder, die mit Stöckchen herumfuchteln, die sie gerade aufgesammelt haben. Wir müssen einen Kämpferausbildungsraum in unserer Burg bauen, um ihnen beizubringen, wie sie mit Waffen umgehen können. Okay. Ausbildung? 1000 Gold, ja, 1000 Gold habe ich. Wir können das Zeug erstmal überall hinlegen, wo wir wollen. Wir können es ja später noch rumbauen. Das Ganze dauert 10 Minuten. Das klingt doch schon mal ganz gut. Hier sammeln wir nochmal ein bisschen Geld ein. Und verbessern. Produktion wird auf jeden Fall besser und das kostet nur 5 Minuten. Das werden wir auf jeden Fall als nächstes machen, denn Gold ist wirklich wichtig. Deswegen werden wir das verbessern. Wenn das nicht offline bin, wird da sowieso nichts eingesammelt. Boah, was soll's. Gut, ich wollte noch was anderes gucken, und zwar... Freunde? Ich habe keine Freunde. Beste Clans. Wie finde ich jetzt einen Clan? Das ist hier die Frage. Kark hat eine Wiederholung geteilt. Interessiert mich doch nicht. Tippe auf die, beleidigende Nachricht und wähle Beschweren, um meinen Missbrauch zu melden. Warum? Achso, das ist ein Chat. Ach, das ist ein Chat. Du musst eine Clanhalle bauen, um einem Clan beizutreten. Ah. Gucken wir uns das Ganze mal an. Führ mich doch einfach direkt dahin. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Thronsaal noch verbessern. Das ist nicht wirklich viel, was wir jetzt machen können. Ja gut, der Thronsaal kommt auch noch. Wir können natürlich auch noch erstmal die ganzen Räume verbessern. Aber du hast dich wahrscheinlich jetzt mittlerweile geheilt. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal auf eine Mission und Karte, ne? Karte. Und gehen mal in den Orkwald und gehen in die Kampflichtung. 2 Orks. Das kostet mich nur 100 Äpfel. Ich kriege eine Truhe dadurch. Truhen sind immer gut, Freunde. Truhen sind immer gut. Da könnte der geilste Loot drin sein. Das sieht doch schon mal gut aus. Also vorne auf jeden Fall 1, 2 Tanks und hinten dann 2 Bogenschützen, ein Magier. Ein Bogenschütze, 2 Magier. Wenn wir gucken. Ich habe nämlich schon von euch erfahren, dass es Magier gibt. Und deswegen habe ich mir da so eine Aufteilung gedacht. Mobile Gamer hat auf jeden Fall Hälfte seines Lebens eingebüßt. Das heißt, er muss auf jeden Fall als nächstes sich heilen. Hauptmenü zurück. Zurück. Ich hasse Orks, sie sind Mörder und Plünderer, aber am schlimmsten ist, dass sie sich in die nackte Hand schnölzen. Unsere Späher berichten, dass sie Vorbereitungen treffen, uns an der Verfolgung des Abgrundfürsten zu hindern und auf der Straße auf uns warten. Was ist da los? Da prügelt sich doch jemand. Das ist eine gute Gelegenheit, die Welt von ein paar von ihnen zu befreien. Achso, da prügelt sich keiner, da braucht jemand was. Okay. So ist die Happiness so runter. Ich nicht. Egal, wir öffnen eine Truhe. Vielleicht, weil ich einen ganzen Tag lang nicht da war. Ein gewöhnlicher Gegenstand kriege ich nur aus dieser Truhe. So ein bisschen billig. Luft des Kochs. Oh, wie cool. Oh. Okay, Reggie, wir haben für dich Kleidung. Du bist ab sofort unsere Köchin. Produktion. Ah, wenn ich dir das hier ablege, ne? Okay, hat sie eine Standardproduktion. Okay, gut. Ich dachte schon, die Charaktere haben normale auch Produktion. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist ein Baby machen. Werden wir früher oder später auch machen. Wir gucken mal auf die Quests. Das ist am Bauen Schurkenstraße. Erringe einen Sieg am Wegpunkt Schurkenstraße. Das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Wir haben ja noch mehr als genug Äpfel. Da kriegen wir noch ordentlich was gerissen. Was haben wir hier eigentlich? Achso, die Erfolge. Übrigens, gewinne 50 PvP-Kämpfe. Wir sehen, es gibt PvP. Also das hatte ich auch in der letzten Folge nicht nachgelesen, aber ich hatte es ja gezeigt. Unbewusst. Naja. AD deaktivieren. Wie sieht das dann aus? Vor allem, was soll diese Option bringen? Genauso aus wie vorher. Ach, ist aktiviert. HD, Freunde. Nur für euch. Qualität vom Feinsten. So, die Frage ist nur, wie kriegen wir das jetzt hin, die Zufriedenheit zu erhöhen? Keine Ahnung. Premium? Was haben wir hier? Clan. Ich würde gerne den Clan beitreten. Aber egal, alles mit der Zeit, ne? Friedensstifter. So, sammeln wir Äpfel ein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die ganzen kleinen Sachen definitiv verbessern. Kostet 3500 Gold. Ja, wie sieht's aus mit deiner Gesundheit, Fräulchen? Oh, gehen wir weiter, ne? So, auf die Karte. Dann, Fleischfressendes Dickicht. 3 Orks. Ein Tank, 2 Bogenschützen. Was ist das? Keine Zauber. Ich meine, wenn wir verlieren, wissen wir wenigstens, was passiert, wenn wir verlieren, oder? Ist das ein Deal? Huch! Das ging ja schnell. Ging wie der letzte Kampf an. Keine Ahnung. Ja. Zurück zum Hauptmenü. Cool. Dann lassen wir ihn mal wieder ein bisschen heilen. Die Orks, die uns überfallen haben, haben bekommen, was sie verdient haben. Gut gekämpft, Sir. Okay. Dominator 9000 Anfängerset. Ein Krieger, der legendäre Rüstung trägt, ein zusätzlicher Arbeiter, Diamanten und vieles mehr. Das beste Angebot, das es gibt. Ich sehe schon, das ist so ein Pay-to-Win-Spiel. Aber das interessiert uns jetzt weniger. Ja. ist halt so. Ich meine, die meisten Spiele sind Pay to Win, COC und so Kram. Es sind halt die Mobile Games. Kann man nicht viel machen, außer vielleicht Geld ausgeben. Naja, aber das müssen wir jetzt nicht machen. So, tot den Bogenschützen. Töte gegnerische Bogenschützen an beliebigen Punkten. Ne? Okay, was ist mit der anderen Truhe? Premium. Verdoppelte Liebe. Truhensammler. Öffne die festgelegte Anzahl an Truhen eines beliebigen Typs. Okay, vielleicht schafft man das auch noch. Erringe einen Sieg an einem Handlungsort oder in einer Invasion. Habe ich schon zwei, cool. Ja, gib mir Happiness. Das ist einfach wahrscheinlich dieses bleib immer online Ding, um die Zufriedenheit zu steigern. Ich meine, das Einzige, was wir bekommen, sind entweder 2% mehr oder 5% mehr. Also das ist jetzt nicht die Welt. Also dafür bleibe ich jetzt nicht 24 Stunden online am Tag. Aber wir öffnen weiter Truhen. Öffnen. Wieder seltene Gegenstände eventuell. Was ist denn das? Kluft des Schatzmeisters. Oh. Nächste Truhe. Ein Bogen für unsere Bogenschütze. Nice. Das ist richtig gut. So, Schatzmeister. Wolfgang, du bekommst einen neuen Namen. Und du heißt ab sofort... Klicken. Weißt du denn? Weißt du denn? Ich nenne dich. Ich hoffe, das passt rein. Blubberus. Blubberus, du bist der Schatzmeister. Pass auf das Geld auf. Und du kriegst sogar eine schicke Kluft zum Anziehen. Ist das nicht schick, Blubberus? Das ist doch richtig schick für dich, oder? Finde ich auch. So, Äpfel. Gut, eine Minute noch und dann sind wir durch. Wir haben hier sonst nichts mehr zum Aufsammeln, oder? Geld. Ich krieg 6 Geld, das ist ja gar nichts. Mehr, wenn ich angreife. Wie sieht's aus mit deiner Gesundheit, Dude? Mobile ist wieder gesund, perfekt. Wir haben einen neuen Bogen bekommen, stimmt. Der Bogen ist sogar besser, Serana. Es geht ab mit dir. So, gut. Ich überlege eventuell, Serana woanders hin zu tun. Weil Serana möchte ja eine Lady sein und kein Bogenschütze. Müssen wir gucken. Keller. Ah, okay. Das heißt, wir müssen den Keller verbessern, um mehr zu tragen. Verbessern. 10.000. Wie soll ich denn da rankommen? Alter Schwede. Na gut. Der nächste Angriff, Freunde. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also, Orkwald. Schurkenstraße. Ah, sieht schon. 2 Tanks. Ein billiger, ein starker und 2 starke Bogenschützen anscheinend. Aber meine Kampfkraft ist größer. Seht ihr das? Ich habe hier tatsächlich auch noch die Anzahl. Das heißt, ich weiß, dass ich stärker bin als er. Ach, die Maus ploppt sogar weg, wenn ich zu lange warte. Na gut. Ich würde sagen, Angriff. Das wird schon. Go, Jungs! Natürlich zuerst den starken angreifen. Ja, ganz klar. Das heißt, sobald die Kampfkraft weniger ist, ist es unwahrscheinlich, dass wir gewinnen. Ach, da sind Magier, Freunde. Magier! Wir sehen sie zum ersten Mal. Wieso hat Serana was abbekommen? Die Magier haben die Bogenschützen angegriffen. Okay. Das ist ja uncool. 1000 Gold und 350 Levelaufstieg 2. Sir, unsere Spieler blickten ein Tauschentüchlein im Orklager vor uns. Sie denken, es könnte eurer entführten Braut Olivia gehören. So. Es ist schrecklich. Ich habe es fallen lassen. Ihr müsst es diesen Bestien wegnehmen. Das müsst ihr einfach. Okay. Platziere einen Kämpfer, um ihn auszubilden. Okay, Mobile. Willst du? Hast du Bock drauf? Was ist das? Ich will den Scheiß nicht haben. Hm. Kannst du nicht wegnehmen. wenn wir die Sachen ablegen. Seid ihr jetzt fester Bestandteil? Jetzt? Das ist ja eigentlich normal. Waffenkammer. Die Waffenkammer muss repariert werden. Hm. In diesem Raum überwachst du die Verteidigung deiner Burg. Ach so. Ja, ich kann die irgendwie hier nicht rausnehmen. Ich meine, schreibt mir in die Kommentare, wie ich die da wieder loswerde. Range. Oder müssen die erst sterben? Sind sie weg, wenn sie sterben? Was passiert, wenn ich... Wir gucken einfach, was passiert, wenn wir Reggie reintun. Reggie wird hier... Kann ich nicht mehr Reggie bewegen? Hä? 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 Ich check's gerade nicht, Freunde. Ich check's gerade wirklich nicht. Okay, ich kann sie doch reintun. Ich check das gerade mit dem Bewegen nicht. Mache ich irgendwas falsch? Eben gerade konnte ich Reggie noch bewegen. Da. Ah. Muss länger mit dem Finger drauf bleiben, okay. Wir schicken dann Mobile rein. So, Mobile, du gehst rein. Dem Spiel erlauben, Benachrichtigungen zu senden. Oh. Den Scheiß brauche ich. Ich spiele das Spiel ja nur zum Aufnehmen. So, wir holen uns erstmal unsere Belohnung ab. Und zwar haben wir einen Kämpferausbildungsraum gemacht. My Lord, der Kämpferausbildungsraum wurde gebaut. Du kannst jetzt Kämpfer dorthin schicken, damit sie ihre Kampfkünste verbessern. Erringe einen Sieg am Wegpunkt Schurkenstraße im Orkwald, haben wir auch gemacht. Sir, unsere Truppen sind in keinem guten Zustand, die Kämpfer haben sich dicke Bäuche angefressen und an das Soldatenhandbuch erinnert sich auch nicht mehr. Okay. Es ist Zeit, einige Untertanen in den Kämpferausbildungsraum zu schicken. Wenn sie nicht ausgebildet werden, sind sie diejenigen, die gerettet werden müssen, nicht die Prinzessin. Okay. Das ABC der Kampfkunst. Erhöhe die Klasse Kämpfer von 2 Kriegern auf 6. Okay, gucken wir uns das Ganze an. Aber wie lange dauert das? Ach da! Oh, nicht, das ist echt nicht lange. Gut, aber wir verbessern mal den Schatzraum. Die 5 Minuten, was soll's? Gratis beschleunigen spare ich mir auf. Irgendwann. Ich weiß nicht, ab wann hat man keine gratis Beschleunigung mehr? Oder ist das wirklich nur in den ersten Leveln so? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir eine neue Truhe haben. Mit Geld drin, 400 bis 600, also auch 500. Nehme ich gerne. Was haben wir da bekommen? Tank. Was hast du, mein Freund? Okay, unsere jetzige Rüstung ist besser. Wir brauchen eigentlich mehr Leute. Wo hat man die nochmal hingeschickt? Markt, Spezialangebote, Scheiße. Ach, Wohnzimmer brauche ich. Thronsaal Stufe 3. Okay. Ich muss erstmal Thronsaal fertig machen. Wo soll ich denn das Geld hernehmen? Ihr seid mir ja Witzfiguren, ey. Warum nicht? So. Gut. Dann sammeln wir das mal ein. Mobile hat das Attribut Kämpfer auf Stufe 5 erhöht. 2 Minuten. Ja, ich würd glatt behaupten, wir lassen ihn erstmal trainieren. Ich wollte jetzt eigentlich jemand anderen in den Kampf schicken. Gut, da wird eh jetzt gebaut. Wir nehmen dich mal kurz hier rüber. Oh, okay, es geht. So, wir geben dir kurz eine Rüstung. Ein Schwert. Ich weiß nicht, ob das helfen wird. Mal gucken. Anlegen nicht möglich. Ah, oh, ich verstehe. Du hast jetzt die Klasse 5 bekommen. Wenn ich dir jetzt die Rüstung geben möchte, geht das. Ah, Digga, weißt du. Sehr interessant. Das sind also die Anforderungen. Gut, dann kannst du eigentlich diese Rüstung tragen. Ach, du hast nur zwei. Aber du bist gut im Kochen. Die Klasse beeinflusst die Nahrungsproduktion im Speisesaal. Du kannst die Klasse Koch in der Küche erhöhen. Und du? Du solltest die... Oh. Reggie, okay. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall da die Schatzkammer. Weil du verdienst mehr Geld in der Schatzkammer. Wir lernen dazu. Also wir haben hier verschiedene Attribute. Wir haben Essen. Obwohl, du kannst auch Schatzmeister sein. Also. Aber du bist halt ein schlechter Krieger, weil... Ja, das ist wirklich schlecht. Aber gut, gucken wir einfach mal, ob das hilft. Wie lange dauert das bei dir noch? 10 Sekunden, na gut, dann. Na gut, dann bist du jetzt unser Koch. Nein, ich mach das schon richtig. Weil Reggie Koch und er Schatzmeister klingt schon besser. So. Du sei mal wieder unsere Köchin. Und du bleib mal der Schatzmeister, ja. Kannst meinetwegen das Schwert behalten. So. Stufe 6 erhöht und das gleiche machen wir jetzt auch mit ihr. Dann haben wir nämlich eine gute Ausbildung für die beiden und können nochmal angreifen. Ich werde die Folge jetzt extra ein bisschen länger machen für euch, weil ihr euch dieses Projekt wünscht und ich gehe natürlich auf eure Wünsche ein. Es gab auch schon Kommentare wie, mach mal 2 Folgen. Also irgendwann sind die Kapazitäten, die man am Tag machen kann, auch verbraucht. Wir haben sie jetzt noch nicht erreicht, aber wir werden sie früher oder später erreichen. Ich möchte gleich auf jeden Fall im Anschluss noch eine Folge für das nächste Mal aufnehmen. Sollte die Folge gut angekommen sein, dann kommt die Folge auf jeden Fall ziemlich fix. Gut. Wir können doch gar nicht angreifen, ne? Dauert erstmal bei ihr noch. 1 Minute 20. Bei dir will ich auch am besten 2 Stufen hochgehen. Aber man merkt schon, das sind die beiden Krieger. Das heißt, man kann auch den Schatzmeister-Attribut verbessern und auch den Koch. Die Frage ist nur wo. Wir haben Support, Wohnzimmer, Krankenhaus stellt Gesundheit wieder her. Ist wahrscheinlich später wichtig, wenn ein bisschen mehr Gesundheit am Start ist. Trophäen, Präsentation. Trophäenpräsentation. Okay. Magiewerkstatt, fertig Zauber. Öffne den Zugang zu Clans. Stufe 4, Thronsaal. Treppe. Ich kann mein... Was ist das denn? Ich kann mein Königreich erst verbessern, wenn ich auf Stufe 5 bin. Geht das so schnell, Freunde, oder geht das nicht so schnell? Na gut, Waffenwerkstatt. Fertige Waffen, wertet Zauber auf, fertigt Rüstung, Kostümjuwelen herstellen. Ja. Ausbildung, Küche, Münzstätte. Ah, jetzt kommen wir der Sachen schon näher. Labor, bildet die Klasse Zimmerer aus. Oh, nicht schlecht. Bildet die Klasse Bergarbeiter aus, bildet die Kämpfer aus. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch ausgehen wird. Wir sammeln erstmal hier ein. 2 Minuten haben wir noch und dann greifen wir nämlich wieder an. Ja, cool. Verbessert die Schatzkammer auf Level 2 haben wir hingekriegt. Neu. Verbessert den Thronsaal auf Level 3. Ist doch scheiße teuer. Mir fehlen noch 3000. Nehmen wir das die Folge noch hin, das wäre nämlich cool. Kann ich nicht einfach eine Stunde warten, bis ich wieder aufnehme. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, so viel Geld heranzukriegen, oder? Sag mal, steckst du fest? Geh da hin. Gucken wir mal, naja. Wir gucken mal weiter hier rum, was haben wir noch? Produktion, Speisesaal, produziert Nahrung, klar. Wir haben jetzt glücklicherweise schon einen, Schatzkammer haben wir auch. Mana-Brunnen, produziert Mana, wir werden also auch Mana brauchen. Produziert Holz, lagert Holz, produziert Eisen. Ich weiß nicht, wofür wir das Ganze brauchen, aber höchstwahrscheinlich für Waffen und für Kleidung. Gießerei und so, ja, ich sehe schon. Das Ganze wird schon ziemlich rollenspielmäßig aufgebaut werden, nehme ich an, ne? Naja. So, die Frage ist, wie findet man hier Freunde? Freunde haben Freunde. Was bringt mich vorbei? Teilen wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Maximale Bewohnerklasse. Ja? Da sehen wir wieder ein paar Sachen. Ich hätte gerne Freunde. Freunde. Da auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist der Chat, ja. Ich kann hier reinschreiben. Howdy. Hausi. Howdy. So nicht. Also ich vermute mal, wenn jetzt einer von meinen Kollegen hier schreibt oder sieht, dass ich geschrieben habe, kann er mich adden. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man Freunde kriegt. Kann derzeit maximal 10 Bewohner haben. Na gut, wir haben es geschafft. 2 auf Stufe 6 bekommen. Hätte ich jetzt ein Wohnzimmer, könnte ich ein kleines Kind machen und den halt erstmal ausbilden durchgehend. Ja, Belohnung. Großartig, jetzt sehen sie schon eher wie Krieger aus und sie wissen auch, an welcher Seite man ein Schwert anfasst. Ein bisschen doof, finde ich. Naja, erringe einen Sieg am Wegpunkt Magie oder Tod im Orkwald. Ich habe aber kein Geld. Auch Geld, was ist das hier eigentlich? Truhensammler, achso, vorübergehend. Erringe einen Sieg, okay. Das heißt, nach 2 Siegen kriegen wir noch ein bisschen was. Und das ist so ein kleines Büchlein, das die Charaktere zeigt. Und wir haben hier noch ein paar Charaktere. Na gut. Ich würde sagen, dann greifen wir auf jeden Fall wieder an. Ich will Geld. Mehr Geld. So, Räuberlichtung. Kriegen wir auch noch hin. 400 Gold. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, den Thronsaal auf Level 2 zu kriegen. Das wäre auf jeden Fall für die nächste Folge ziemlich geil. Deswegen versuche ich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit zu schinden. Ich weiß nicht, wie wird Serana hinten angegriffen? Ich verstehe das nicht ganz. Es wäre nämlich cool, selbst zu wissen, wie man die hinteren Leute angreift. Das würde ich nämlich gerne wissen. Spoilert mir aber nicht. Das dürft ihr mir nicht spoilern. Sir, in einem Lagerhaus befindet sich eine ungeöffnete Truhe. Truhen solltest du immer öffnen, sie können eine Menge nützliche Dinge beinhalten. Truhe gerade erst bekommen. Ja gut, die Apfeltruhe, aber die will ich ja nicht. Was bist du? Schuppen der reichen Bürde. Produktion pro Stunde. Ach, das kann ich ihm anstatt eine Waffe, gebe ich ihm nämlich das Ding. Er hat momentan eine Produktion von 92 und jetzt hat er eine Produktion von 168 pro Stunde, wohlgemerkt. Das heißt, er sammelt einen kleinen, einen Betrag ein nur. Aber egal. Das macht ja nichts. Die andere Truhe lassen wir erstmal so. Ich denke, wir können erstmal weiter angreifen, denn wir sind nicht mehr weit entfernt von den 10.000, ne? Leben ist voll und Angriff. Gauner, oh, ein Bossfight. Okay, wir sind aber stärker als er. Neuer Bewohner. Neue Bewohner, Freunde. Ja, das macht es doch viel leichter. Das ist so ein kleiner mickriger Gauner. Er kann aber nichts gegen meinen Tank ausrichten. Höchstwahrscheinlich, weil ich Glück hatte mit der Rüstung. Sorry, das war gerade ein bisschen laut. Nice. Sehr schön. 2 neue Bewohner am Start. Die werden wir aber erst in der nächsten Folge benennen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Ihr habt Grafs Krieger gehauen. Das werdet ihr bereuen. Gleich zeige ich euch Graf seinen besten Trick, du Kopfnuss. Okay, aber wir öffnen erstmal die Truhe. Ein ungewöhnlicher Gegenstand. Ein besserer Bogen, nice. Oh, ist das gut. Gib mir den besseren Bogen. Finde ich auch. Bessere Rüstung haben wir für dich noch nicht, ne? Ich brauche keine Rüstung, ich brauche Schaden. Da. Not bad. Das sieht doch gut aus. Hatten wir das nicht vorhin schon angelegt? Egal. 17 Münzen bekommen wir. Ich denke, wenn wir den eine Weile lang ruhen lassen, dann würde er auch ein bisschen mehr Geld einbringen. Die Frage ist, wann ist die Schmerzgrenze erreicht? Wie viel Geld kann er maximal horten? Naja, erringe einen Sieg an einem Handlungsposten oder an einer Vision. Ja, nehme ich. Truhensammler, 2 Truhen noch. Oh. Was kriegen wir daraus? Gold, ja, Gold brauche ich. Und noch Kluft des Kochs. Noch ein Kochding. Wie sieht's aus bei dir, Reggie? Ja, mein jetziger ist aber besser. Naja. Was soll's. Okay, wir wissen jetzt ganz genau, er sammelt Geld an. Wir müssen nicht direkt sofort das Geld einsammeln. Wir können es auch erstmal ruhen lassen. Aber wir haben auf jeden Fall zwei neue Bewohner. Wir haben Michael. Der ist gut in Essen machen. Nicht da eigentlich zwei Leute reinsetzen? Zack, zack. Und du bist gut in Geld machen. Ja, auf jeden Fall passen da zwei Leute rein. Perfekt. Gut, wir haben ja sowieso zwei Klüfte des Kochs, ne? Da haben wir jetzt jeweils ein Männchen und ein Weibchen drin. Auch nicht schlecht. Ihr seid aber definitiv keine Krieger. Noch nicht. Vielleicht werde ich das ja noch umentscheiden. Zack. So. Mehr Essen. Für dich haben wir jetzt allerdings noch nichts. Gut. Wir brauchen noch 2000. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Gut, wir haben jetzt 35 Minuten, Leute. Das muss erstmal reichen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir werden da irgendwas ein bisschen reißen, dass wir da irgendwie den Thronsaal langsam ausbauen können. Und dann schauen wir mal. Haut rein. Und denkt dran. Wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like da lassen und vielleicht noch kommentieren, denn je besser das Video läuft, umso früher kommt die nächste Folge.